Ja, Präsident Bolsonaro hat inzwischen das Militär eingesetzt im Kampf gegen die Brände. Matthias Ebert, was hat das bisher gebracht? Es bringt einiges. Das Militär hat sehr viel Equipment, hat Großraumflugzeuge, die enorme Mengen Wasser abwerfen über Brandgebieten. Die liegen ja nicht immer an den Straßen, nicht immer zugänglich für die Feuerwehr, die zum Beispiel hinter mir ihre Löschfahrzeuge hat. Nein, das sind Gebiete, die abgelegen sind. Ein Nationalpark hier in Porto Velho, wo ich mich befinde, ist betroffen. Der ist abgelegen und dort kommt eben vor allem das Militär hin mit ihren Fahrzeugen und mit ihren Löschflugzeugen. Hinter mir ist gerade eine Gruppe Feuerwehrleute, die eben zu einem Einsatz aufbricht, gemeinsam mit dem Militär. Und das sind Dinge, die das Militär leisten kann. Von daher ist es schon sehr wichtig, dass die hier sind. Sie sind eingetroffen, mehr als 40.000 insgesamt hier in Porto Velho im Bundesstaat Rondônia. Ist der erste Ort, an dem sie eingesetzt werden. Und sie sind schon seit Freitag am Einsatz, seit Samstag konkret vor Ort und werden auch die kommenden Tage hier vor allem in Nationalparks im Einsatz sein und dort, wo Menschen leben oder Grundstücke von Menschen, Orte, Dörfer betroffen sind. Also der Einsatz scheint sich zu lohnen. Präsident Bolsonaro scheint ja jetzt entschlossener vorzugehen. Warum denn so plötzlich? Hat da wirklich ein Umdenken stattgefunden? Von einem Umdenken können wir erstmal nicht ausgehen. Vor allem war es der Druck, der aufgebaut wurde von europäischen Staatschefs, allen voran Emmanuel Macron, der einen Stopp des Mercosur-EU-Abkommens ins Spiel brachte oder Importstopps für verschiedene brasilianische Produkte. Das war klarer wirtschaftlicher Druck. Der hat Bolsonaro und vor allem seine Anhänger und sein Kabinett, seine Ministerriege in Besorgnis versetzt, hat dafür gesorgt, dass er erstmals am Freitagabend überhaupt davon sprach, Umweltschutz betreiben zu wollen und Zündler, Invasoren stoppen zu wollen, verfolgen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft geht ja jetzt gegen mögliche Zündler und Invasoren vor, die das Feuer gelegt haben könnten. Das heißt, es ist ein Umdenken nur auf massiven äußeren Druck. Im Land selbst merkt man, dass er eigentlich kein wirkliches Interesse daran hat, weil er will weiterhin den Amazonas ausbeuten. Brände sind immer das erste Mittel, um Weideland zu gewinnen, um Agrarflächen zu gewinnen. Und von daher ist es bislang nicht zu sehen, dass Bolsonaro in seiner Ideologie eine andere Richtung einschlagen dürfte. In Frankreich treffen sich ja aktuell die G7. Dort wurden Hilfen versprochen. Wie die genau aussehen sollen, wissen wir nicht. Es soll um viel, viel Geld gehen, das ist klar. Aber was wäre denn am dringendsten nötig momentan? Am dringendsten sicherlich Flugzeuge. Die Amazonasregion ist riesig. Das kann man aus europäischen Maßstäben heraus gar nicht ablesen. Eine riesige Region, in der die Feuer jetzt an sehr vielen verschiedenen abgelegenen Orten entstanden sind. Das sind teilweise Strecken von 800, 900 Kilometer, die zurückgelegt werden müssen für Feuerwehrleute. Bei ganz schlechten Bedingungen, ganz schlechten Straßenverhältnissen, teilweise kaum zugänglich für normale Fahrzeuge. Das heißt, hier sind vor allem Löschflugzeuge nötig, die aus dem Ausland kommen könnten, hier zusammengelegt werden könnten, in Brasilien, aber auch im Nachbarland Bolivien. Und das wäre eine effektive Hilfe, die man machen könnte. Aber auch die Koordination, vielleicht die Logistik im Hintergrund zu unterstützen mit Technik, mit Brandschutzmaterialien, all das könnte passieren. Ist ja auch passiert. Deutsche Gelder aus dem Amazonasfonds, dem sogenannten, waren ja für Brandschutz auch gedacht. Die wurden ja durch die Bolsonaro-Regierung auf Eis gelegt. Von daher sollte jetzt natürlich das Interesse sein, dass ausländische Hilfe zur Brandschutzbekämpfung eintrifft. Wie sehr beschäftigt die Bevölkerung in der Region denn überhaupt das, was da gerade geschieht? Also in ihrem Alltag, wie bemerken Sie das? Eigentlich erstaunlich wenig Entsetzen bei den Brasilianern. Sie sind Brände gewöhnt, natürlich immer in einem niedrigeren Ausmaß als in diesem Jahr, aber es ist für sie nichts Neues grundsätzlich. Es gab ein paar Demonstrationen in Rio de Janeiro, in Sao Paulo gegen die Zerstörung des Amazonas, aber es waren doch vergleichsweise wenig Bolsonaro-Gegner vor allem, die sich dort versammelt hatten. Auch hier in Porto Velho im Amazonas selbst lächeln einen die verschiedenen Leute, die man fragt, an. Sie sagen, ja, das kennen wir doch, ist nichts normal, nichts Schlimmes. Warum regt ihr euch denn auf? Warum kommt ihr denn in diesem Jahr hierher als Berichterstatter? Also das heißt, hier erschreckend wenig Entsetzen und Sorge über die Zerstörung des Amazonas. Man hat fast das Gefühl, als ob die Menschen hier im Amazonas selbst das gar nicht so als so ein großes Problem sehen, auch die Dimension und die Tragweite des Ganzen in Bezug auf Klima und Ähnliches verstehen. Vielen Dank, Matthias Ebert, für Ihre Einschätzung.